Genau. Willkommen hier auf dem Panel auf der Bühne. Die Gäste, die das Hochschulforum Digitalisierung hier heute eingeladen hat, um zu Wellbeing zu sprechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass genau jetzt die Sonne rauskommt. Ich habe schon den ganzen Tag hier gesessen und gedacht, wie geil wäre das eigentlich, wenn wir hier noch Sonne haben und ja direkt die Assoziation, wie es uns gut gehen kann und was eben auch Mindscapes, Landscapes, also auch Räume, auch der Raum spielt eine ganz große Rolle dabei, ob es uns gut geht in unseren Lernprozessen. Und ja, wenn wir hier so sitzen und die Sonne scheint, uns geht's gut, das macht was. Und Lynn hat es auch gerade schon gesagt, we have to feel good to learn good, in a way. Und ja, wir sind heute hier und wollen mit euch diskutieren, wie toll, dass ihr da seid, aus ganz Deutschland eingeflogen hier nach Berlin. Ich bin ganz dankbar, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid sozusagen, mit uns jetzt die nächsten 65 Minuten tatsächlich. Wir haben ganz viel Zeit, über das Thema auch zu sprechen und zu schauen, welche Mindscapes of Tomorrow gibt es eigentlich zum Thema Wellbeing. Und ja, ihr seht die den Titel dieses Panels ist tatsächlich KI-generiert, ehrlicherweise. Als wir das Panel zusammengestellt haben, dachte ich mir so, wie könnte man das jetzt irgendwie cool benennen? Wohlergehen im digitalen Zeitalter hört sich so ein bisschen an. Und ich habe ChatGPT gefragt und es hat mir diesen wirklich coolen Begriff Mindscapes ausgegeben, den ich noch nicht kannte. Und ich finde, es ist ein toller Merch aus Mindset und Landscapes. Also der Navigation zwischen dem Raum, aber auch der großen Rolle unseres Mindsets mit dem Thema Wellbeing. Und Lynn hat es gerade schon ganz toll angekündigt, dass wir eben gerade hier im deutschen Diskurs relativ spät damit sind, uns damit auseinanderzusetzen, dass unser Wohlergehen in digitalen Räumen tatsächlich eine ganz essentielle Rolle spielen muss. Und auch deswegen, jetzt sehe ich gerade die Folien nicht, wo wir gerade sind mit den Folien, sonst könnt ihr gerne mal eine weiter machen. Ah ja, genau. Danke. Jetzt sehe ich es. Ja, aus dem Grund hat das Hochschulforum Digitalisierung in diesem Jahr, und auch das hier ist eigentlich der Startschuss, also das Panel, was hier zusammenkommt, danke, ist im Prinzip der Startschuss dieses Thinktanks beim Hochschulforum Digitalisierung. Das heißt, wir wollen gemeinsam einen Raum schaffen mit euch, mit der Community, diesen Diskurs eben in den Diskurs zu bringen, dass wir über unser Wohlergehen sprechen, dass wir über mentale Gesundheit sprechen. Ja, und das ist schon hier so ein kleiner Disclaimer. Ihr seht es auf der Folie und auch für die Online-Zugeschalteten. Ja, ihr werdet zukünftig unter dem Link, den ihr hier auch auf der Folie schon seht, hochschulforumdigitalisierung.de, Wellbeing Digital, findet ihr in Zukunft alle Publikationen, Veröffentlichungen, die wir als Hochschulforum Digitalisierung zusammen mit euch gestalten werden. Und ja, das Besondere an diesem Panel ist, mit den meisten von euch haben wir im letzten halben Jahr schon ganz viel gestaltet. Also es ist schon ganz viel passiert. Wir haben zusammen an Handreichungen gearbeitet, auch diese Podiumsdiskussion hier vorbereitet, um den Hochschulen etwas an die Hand zu geben, um Empfehlungen auszusprechen, was können Lehrende tun, was können Hochschulleitungen tun, Supportmitarbeitende, um das Wohlergehen gerade für Studierende im digitalen Raum zu verbessern. Und ja, darauf freue ich mich. Eine Folie weiter gerne, oder ich kann auch selber, ja, genau. Genau. Und da sind wir auch schon bei euch. Und bevor wir zu euch kommen, möchte ich noch einen Hinweis an alle geben, die online zugeschaltet sind. Mit der Bitte, eure Fragen doch gerne dort einzureichen, wenn ihr eingeloggt seid, jetzt hier in der Session, auch hier die Teilnehmenden vor Ort, loggt euch gerne in die Session einmal online ein. Und stellt eure Fragen ans Panel über die Online-Funktion, nutzt den Chat bitte. Wir haben nachher auf jeden Fall noch genug Zeit, auch eure Fragen aufzugreifen. Eure Kommentare, ich würde auch gerne hören, was denkt ihr dazu, was hier gleich gesagt wird? Ja, was denkt ihr zu dem Thema? So, ist es noch total behind oder habt ihr schon gute Ideen dazu? Und natürlich auch der Aufruf, auf uns alle auch zuzukommen. Hier stehen total die ExpertInnen schon seit vielen Jahren zu dem Thema
kommt auf mich zu fürs HFD. Ja, und ich freue mich auch da über ganz viel Anregungen. Genau, jetzt habe ich mich noch gar nicht vorgestellt, fällt mir ein. Genau, Tina Basner. Ich arbeite seit 3 Jahren fürs Hochschulforum Digitalisierung. Ich bin Soziologin und deswegen beschäftige ich mich gerne mit Menschen und den Beziehungen. Und ja, ich bin nicht umsonst zum Hochschulforum Digitalisierung gekommen, als dass ich es mir zur Mission gemacht habe, vor allem unser soziales Miteinander in digitalen Räumen ja, zu verbessern und das zum Thema zu machen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich hier stehen darf und dass ich hier mit euch stehen darf. Genau, also, wen haben wir hier? Eine ganz bunte Runde und ich möchte gerne mit Lea anfangen. Die einige von Ihnen vielleicht schon in diversen Talks, heute auch schon auf der Lobby-Stage und auch in den nächsten Tagen noch viel sehen werden. Lea ist Digital Changemaker bei uns beim Hochschulforum Digitalisierung in der aktuellen Kohorte. Das sind die Studierenden, die sich wahnsinnig engagieren, ehrenamtlich, ganz viel tun für ihre Themen. Genau, und Lea ist stellvertretend hier für eine ganze Gruppe, eine ganze Arbeitsgruppe an Digital Changemakern, die dieses Jahr dieses Thema Wellbeing und Mental Health auch selbst gewählt haben, sich damit zu beschäftigen. Und ja, Lea, zu dir ist zu sagen, du bist wahrscheinlich hier die erfahrenste Expertin bei uns in der Runde. Du bist zwar noch Studentin, aber du beschäftigst dich seit 2018 mit deiner Studierendeninitiative Lily Goes Mental. Könnt ihr auch gern mal googeln. Ist ein Blog und ist eben auch eine Studierendeninitiative, die sich seit so vielen Jahren mit dem Thema Mental Health in der Hochschullehre beschäftigt. Und eben, du bist bei uns beim Hochschulforum Digitalisierung, das heißt, da geht es auch ganz viel um den digitalen Raum. Und ja, ich freue mich darauf, was du uns auch mitbringen kannst aus deiner langjährigen Arbeit, aus den ganzen Kontakten, den du hast und die vielen Gespräche, die du natürlich auch mit Studierenden in den letzten Jahren geführt hast. Genau, daneben Tanja Brock, ja, genau. Ihr beide habt im letzten halben Jahr schon ganz viel zusammengearbeitet. Wir haben eine ganz tolle Kollaboration erschaffen zwischen den Studierenden und Tanja und ihrem Kollegenteam. Tanja ist Forscherin in Dresden an der Hochschule mit dem Projekt Enhance, das sich beschäftigt mit Mental Health in Digitalisierungsprozessen in der Hochschullehre. Also genau das, was uns hier heute interessiert, hast du die letzten 2 Jahre erforscht mit deinem Team und ja, wirst uns sicherlich auch da ganz spannende Einblicke mitbringen können. Viele Gespräche mit Studierenden, aktuelle Daten auch dazu. Total spannend. Freuen uns, dass du da bist. Dann Paula. Paula Paschke, auch eine, ja, ganz verbundene dem HFD seit vielen Jahren. Du bist DCM-Alumna, Digital Changemaker-Alumna, ich glaube aus dem vorvorletzten Jahr und mittlerweile keine Studierende mehr, sondern wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Uni in Frankfurt. Du bist dort Gleichstellungsbeauftragte. Dezentrale. Dezentrale, genau. Und vor allem in den letzten Jahren über die Changemaker-Initiative mit dem Thema digitale Gewalt und sexualisierte Gewalt in digitalen Räumen unterwegs gewesen. Also wichtige Themen, die ja nicht immer einfach sind, die Leute vielleicht auch nicht so gerne hören, weil es einfach emotional sehr aufgeladene, sehr persönliche Themen sind. Deswegen ja toll, dass du weiterhin dafür losgehst und ja auch jetzt hier mit dabei bist. Wir freuen uns auch auf deine Perspektive. Ja, Anna Pawelek aus Hannover. Jetzt muss ich doch mal auf den Zettel gucken, weil der Name ist lang, wo Anna arbeitet. So, Anna. Genau, du arbeitest als Fachreferentin bei der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen e.V. Yes. Du bist, das ist vielleicht ein bisschen eingängiger, Koordinatorin des bundesweiten Kompetenzzentrums Gesundheitsfördernde Hochschulen. Das heißt, du bist hier in der Runde diejenige wahrscheinlich mit dem besten Überblick über die Hochschulen. Du bist mit ja, deutschlandweit mit vielen Hochschulen in Kontakt. Du hast den Überblick, was vielleicht auch schon an Hochschulen aktuell getan wird im Bereich Gesundheitsmanagement. Und ihr habt während der Pandemie tatsächlich auch schon ein bisschen zur Digitalisierung gearbeitet. Und wir sind auch da sehr gespannt auf Einblicke von dir und in die Hochschullandschaft in Deutschland. Ja, und last but not least, und ich brauche auch schon wieder einen Zettel, weil, ja,
Professor Andreas Dengel. Und jetzt gucken Sie sich diesen Mann an, der ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich jünger als ich oder so. Und das ist total spannend. Du bist wahrscheinlich einer der jüngsten deutschen Professoren, oder? Und wurdest jüngst zu Deutschlands, du musst es selber sagen, Forbes. 30 under 30. Forbes 30 under 30 gewählt worden, genau, also einer der 30 einflussreichsten jungen Menschen hier in Deutschland gewählt worden. Also ja, eine Ehre, dass wir auch dich hier haben dürfen. Du bist an der Goethe-Uni in Frankfurt Professor für, jetzt muss ich auch noch mal spicken, oder du sagst es selber? Genau, Didaktik der Informatik. Didaktik der Informatik, genau. Bist auch total engagiert zum Thema VR. Und vor allem bist du heute hier, weil du Mental Health Speaker bist. Und das darf ich auch sagen und nicht verheimlichen. Neben all dem Erfolg, den du sicherlich hast und die vielen Dinge, die du tust, hast du in den letzten 15 Jahren auch mit Depressionen zu tun gehabt. Und gehst auch damit auf die Bühnen hier in Deutschland und international vielleicht auch und sprichst ganz offen darüber. Und ich darf dir, glaube ich, auch gratulieren, dass du just letzte Woche Studiendekan in Frankfurt geworden bist. Habe ich gerade noch so gehört, genau, für die Informatik, Studiendekan jetzt in Frankfurt. Das heißt, du hast jetzt hoffentlich auch ein bisschen mehr Machthabe mit all diesen Themen. Wir werden sehen. Genau. Ja, dann das ist erstmal so, wer hier steht. Und ich würde jetzt im ersten Schritt erstmal die Folie, genau. Genau, damit beginnen, bevor wir jetzt später auf Mindscapes of Tomorrow kommen, also ins Morgen gehen und die Visionen, wie es alles in der Zukunft aussehen könnte, geht es jetzt erstmal nochmal darum, Details of Today, also wie sieht es denn eigentlich heute aus, wie geht es denn Deutschlands Studierenden aktuell? Und ich würde diese erste Frage direkt einfach erstmal an Anna geben, die ja einen ganz guten Überblick hat über die deutschen Hochschulen. Ja, kannst du uns sagen, wie geht es Deutschlands Studierenden? Was sagen die Hochschulen? Was machen die Hochschulen vielleicht auch nach Corona jetzt? Kannst du uns einen kleinen Einblick geben? Ja, ist es an? Ich höre. Hört man mich? Okay, alles ich höre dich. Ja, ja, nachdem auch die Studienlage zur Gesundheit von Studierenden eine lange Zeit eher rar war, sind doch einige Ergebnisse in den letzten Jahren dazugekommen, die Aufschluss darüber geben, wie es den Studierenden in Deutschland geht. Und gerade im Zuge der Corona-Pandemie und der Umstellung auf die digitale Lehre war das natürlich auch ein großer Punkt, wie das die Studierenden beeinflusst gesundheitlich. Und ich habe da einfach mal drei Studien mitgebracht, die ich kurz nennen oder beispielhaft kurz nennen möchte. Und da wären zum einen der aktuelle Bericht unserer Kooperationspartner der Techniker Krankenkasse, die Studierende zu deren Gesundheit befragt haben und die auch eine Referenz zu ihrer vorherigen Befragung von 2015 machen konnten. Und da ist unter anderem herausgekommen, dass die Anzahl der Studierenden, die sich häufig gestresst fühlen, von 2015 bis 2023 sich verdoppelt hat auf 44%. Und das ist schon eine erschreckende Erkenntnis. Und auch weitere Studien, wie beispielsweise die aktuelle Sozialerhebung der Studierendenwerke, unterstützt diese Entwicklung und zeigt, wie gesundheitlich belastet und vor allen Dingen psychisch gesundheitlich oder die psychische Gesundheit der Studierenden belastend ist. Wir haben hier so ein kleines Zitat mitgebracht von dem Generalsekretär des Deutschen Studierendenwerks, der hier sogar von einer Mental Health Krise der Studierenden spricht. Das sind erschreckende Ergebnisse zur psychischen Gesundheit von Studierenden. Und auch eine weitere Studie, die Studico-Studie von der Universität Münster und Hildesheim, hat sich damit auseinandergesetzt, inwiefern die digitale Lehre und die Umstellung auf die komplette Online-Lehre sich auf die Gesundheit der Studierenden ausgewirkt hat und in drei Zeitraumen erhoben. Und auch da können wir sehen, dass selbst nach der Rückkehr zur Präsenzlehre immer noch psychische Belastungen vorherrschen. Und das ist doch erschreckend. Und von den
Von den erheblichen Sitzzeiten und dem Bewegungsmangel haben wir noch gar nicht gesprochen. Also da merken wir einfach ganz klar, dass die Gesundheit der Studierenden fokussiert werden muss, dass die Hochschulen sich damit beschäftigen müssen und wir dem eine Bühne geben sollten. Und das tun wir hier gerade. Und dafür kann ich mich nur bedanken, dass wir hier stehen dürfen und das Thema besprechen können. Vielen Dank. Ja, sind später würde ich noch mal darauf zurückkommen, was die Hochschulen denn eigentlich schon so tun. Aktuell, bevor wir das tun, würde ich einmal gern an Tanja geben. Ich habe es vorhin in der Vorstellungsrunde schon angekündigt. Tanja forscht in Dresden zu dem Thema Digitalisierungsprozesse, Mental Health in Digitalisierungsprozessen an Hochschulen. Und magst du uns vielleicht auch noch mal einen kleinen Einblick geben in eure Arbeit? Was habt ihr gerade in den letzten 2 Jahren, das ist ja nun auch die Nach-Corona-Phase, in denen ihr jetzt mit den Studierenden Interviews geführt habt, was habt ihr rausgefunden, was ist euch aufgefallen, wie geht es den Studierenden heute? Ja, genau, sehr gerne. Also wir haben ja jetzt so die Zahlen der großen quantitativen Studien gehört. Wir in Dresden im Team haben vor allen Dingen qualitativ geforscht. Das heißt, wir haben sehr viele Interviews geführt und Gruppendiskussionen mit Studierenden, um nochmal näher und tiefer reinzugehen in das Thema und halt danach gefragt, okay, welche Auswirkungen jetzt wirklich Digitalisierungsprozesse auf das psychische Wohlbefinden haben. Und ich habe auch ein paar Zitate, Beispielzitate mitgebracht. Also man kann sich es auch immer grundlegend in verschiedenen Ebenen nochmal anschauen. Also ein Komplex ist natürlich so die digitale Lehre, Online-Lehre, was das mit einem Verbundenheitsgefühl macht, was mit Beziehungen macht, auch zwischen den Studierenden oder zwischen Dozierenden und Studierenden. Man kann sich das auf Ebene anschauen, wie bestimmte Plattformen gestaltet sind oder Lernmanagementsysteme, die Studienorganisation betreffen. Man kann sich aber auch nochmal größer die Frage stellen, wer bestimmt denn eigentlich darüber, wie Digitalität an der Hochschule gelebt wird? Also da spielt auch ein großer Faktor der studentischen Partizipation natürlich eine Rolle. Und zwei Aspekte habe ich heute mitgebracht in Form von Interview-Zitaten, wo es nochmal so um den Faktor des informellen Austauschs geht. Also da wirklich die Wichtigkeit, okay, wenn wir Online-Lehre gestalten, beziehungsweise digitale Lehre, wie kann man denn in informellen Austausch auch in einem digitalen Raum leben? Weil das ist das, was die Studierenden auch selber mit Gesundheit und Wohlbefinden verbinden, nämlich den informellen Austausch, den unmittelbaren Austausch mit den Studierenden, aber natürlich auch mit den Dozierenden. Das wird da in dem einen Zitat nochmal gut auf den Punkt gebracht. Dass diese informellen Räume eine total wichtige Rolle spielen für Mental Health. Und das andere ist, das ich schon so angeteasert hatte, ist so die Frage auch, wie bestimmte Plattformen gestaltet sind. Wir haben mit vielen Studierenden gesprochen, die uns berichtet haben, dass sie einfach auch manchmal total lost sind und überfordert, wie auf bestimmten Webseiten oder Plattformen Informationen aufbereitet sind. Und man muss sich halt vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Studierende eh schon total gestresst sind und vielleicht sich auch an einem Tiefpunkt befinden, sich irgendwie aufraffen und irgendwie eine Hilfe suchen oder ein Hilfeangebot und auf die Website gehen und einfach mal gar nichts finden. Das ist schon, wie es da in dem einen Zitat auch nochmal zum Ausdruck kommt, es ist ein Stressor, so diese Überforderung, wie unübersichtlich auch manchmal einfach Websites sind und dass man nicht klar auch geleitet wird, okay, hier erhältst du Unterstützung und Hilfe. Mhm. Genau, also das sind so vor allen Dingen wichtige Aspekte, die wir so herausgefunden haben. Ja, vielen Dank. Ja, insbesondere die informellen Austausche, die ja gerade über die Corona-Zeit verloren gegangen sind. Und spannend ist ja auch, dass wir jetzt wieder eigentlich vermehrt an einer Präsenzhochschule wieder unterwegs sind. 2024, wir sind wieder keine Corona mehr, es muss nicht mehr alles digital sein. Und wir sind jetzt halbwegs hybrid vielleicht auch angekommen. Und trotzdem sind die Zahlen der Studierenden, die sagen, ihnen geht es wirklich schlecht. So schlecht wie nie. Und auch nicht so schlecht wie 2021 mitten in der Pandemie. Und das ist eigentlich der Warnschuss, weil wir alle dachten, okay, sobald die Corona-Pandemie zu Ende ist, dann wird es auch allen wieder gut gehen. Aber das ist noch nicht der Fall. Also wir haben noch die Nachwirkungen einfach auch aus dieser krisenhaften Zeit. Und wir haben es auch, wer heute Morgen bei Sea Gaupe im Talk war,
Angst vor der Zukunft, dass junge Leute eben auch Ängste mitbringen, vermehrt Ängste einfach, weil unsere Gesellschaft sich gerade so verändert, dass das wirklich auch Angst auslösen kann. Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit an der Hochschule um? Lassen wir die Studierenden damit alleine, auch die Mitarbeitenden, und sagen, das ist Privatsache, soll bitte jeder zu Hause für sich klären? Oder nehmen wir uns das als kollektive Aufgabe, auch als Hochschulleitung an, da einzugreifen und Strukturen zu schaffen, die es uns ermöglichen, ja, eine gesündere Gesellschaft tatsächlich auch zu bauen. Ja. Lea, ich würde das Wort gerne an dich geben, du als Studierende und mit der Studieninitiative. Ich glaube, du hast auch noch mal einen ganz eigenen Blickwinkel auf das Thema. Ja, also spannenderweise, interessanterweise reihe ich mich ja eigentlich genau darin an, was wir gerade gehört haben. Allerdings nicht mit, ich sag mal, statistisch auswertbaren Zahlen, sondern Lebensweltexpertise und genau. Erfahrung. Und nicht nur meine, sondern die von meinen Mitstudierenden. Und das ist genau das, was wir gerade gehört haben. Studierenden geht es größtenteils echt schlecht, psychisch vor allem, im Uni-Kontext. Da gehört natürlich auch noch mehr rein. Aber das sind ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und vor allem ist das einfach so eine große Mehrfachbelastung. Also Studium ist ja nicht nur Studium. Studium ist Studium, ja. Das ist Lohnarbeit, das ist Ehrenamt, das ist Familie zum Beispiel, das ist Freunde. Und gerade dann, wenn wir Digitalität dazu denken, dann ist es eine Informationsflut von Sachen. Und genau das, was du, Tanja, gerade gesagt hast, das kriege ich auch ganz oft zu hören. Es gibt dann vielleicht auf der Uni-Website so ein paar Anlaufstellen, die sind sowieso schon mal schwer zu finden. Die sind noch schwerer zu finden, wenn ich gerade in einer Krise bin oder wenn ich gerade eh schon gestresst bin. Mhm. Und da kommt einfach ganz viel zusammen, was diesen Belastungsmoment so wahnsinnig hoch macht und wo die Hilfsangebote noch gar nicht das alles abdecken können. Weil die Wartezeiten, das wissen wir, glaube ich, alle, immer bei Hilfsangeboten wahnsinnig lang sind. Und das heißt, die Belastung ist hoch und Hochschulen müssten das erstmal anerkennen, dass diese Belastung hoch ist und dass Unis und Hochschulen mehr als nur ein Ort ist, wo studiert wird, sondern dass das für ganz viele Studierende ein Lebensort ist. Und ich sage immer, also mein Lieblingssatz ist immer, Studierende sind ja mehr als nur Statistinnen, die so in die Tür reinkommen, dann sich ihre Lehre abholen und dann am Ende des Tages wieder gehen. Das stimmt ja nicht. Also Studierende bringen ja alle Probleme, die sie zu Hause und drumherum erleben, bringen sie ja mit in den Uni-Alltag. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, das anzuerkennen und sozusagen diesen Schritt zurück, den wir gerade gehört haben, von wir hatten Online-Angebote, jetzt haben wir Präsenzangebote, da wieder ein bisschen mehr in hybride Angebote zu kommen oder auch Hilfsangebote, Anlaufstellen online präsenter zu machen. Mhm. Also eine Niedrigschwelligkeit reinzubringen für Anlaufstellen. Und das, was man hier gerade sieht, ist genau das, was ich in meiner Arbeit mit meiner Hochschulgruppe Lelegos Mental mache seit einigen Jahren. Also einmal versuchen zusammenzufügen, welche Angebote gibt es. Bei uns ist das Bielefeld, Uni Bielefeld und in der Stadt Bielefeld. Und auch sichtbar zu machen, weil das ist immer, was ich persönlich als super hilfreich erlebe und was mir auch so wiedergespiegelt wird von anderen Leuten hören, geht mir genauso. Und geht mir genauso und das ist, was ich mache, damit es mir vielleicht ein kleines bisschen besser geht. Also in dem Moment wiederzukommen, sich auszutauschen und bewusst in der Hochschule Räume zu schaffen, die es erlauben, über Mental Health zu reden. Ja, vielen Dank, Lea. Ich würde das Mikro gerne an Paula geben. Du hast ja auch schon ganz viel Erfahrung, auch wenn es darum geht, teilweise auch unbequeme Themen irgendwie sichtbar zu machen, ins Gespräch zu bringen, sich zu zeigen mit den eigenen Themen. Was ist aus deiner Perspektive aktuell wichtig? Genau, das Thema Mental Health ist uns oder mir vor allem als Folge oder Konsequenz von digitaler Gewalt begegnet. Zusammen mit Lea Bachus, die da hinten sitzt, und Tina Wasen habe ich zum Beispiel im letzten Jahr Handlungsempfehlungen veröffentlicht, wie Lehrende Safe Spaces auch im digitalen Kontext verstehen können. Und das Thema ist gerade deswegen so wichtig, weil digitale Gewalt natürlich auch psychische Krisen auslösen kann und psychische Krisen erschweren das Studium und auch die Teilhabe im Arbeitsleben massiv. Zum anderen kann das eben auch dazu führen, dass es neben der Offline-Isolation auch zu einer Online-Isolation kommt. Digitale Teilhabe und Partizipation ist aber unglaublich wichtig für unser heutiges Studium, für unser heutiges Arbeitsleben. Deswegen müssen wir da nochmal eine höhere Sensibilität eigentlich schaffen. Wie können wir digitale Spaces oder auch hybride Spaces eher als ein Safe Space verstehen? Also wie können wir sie so gestalten, dass dort die psychische, die physische und auch das soziale Wohlbefinden
gut geschützt wird und wir das gut durchnavigieren. Und unser Ziel war es eben mit diesen Handlungsempfehlungen zum einen das, also sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich alle auch irgendwie wohlfühlen, wo die Rahmenbedingungen klar sind, aber auch zum anderen anzustoßen, dass Lehrende sich überhaupt erstmal damit befassen, dass es eben nicht nur die Begegnung im Seminar selbst ist, die wir irgendwie verantworten, sondern es auch ganz viel drumherum noch gibt, das wir mit in den Blick nehmen müssen und wir da auch eine gewisse Verantwortung haben, die vielleicht in vielen Kontexten noch gar nicht so geklärt ist. Also wo liegt die Verantwortung, wenn es zu digitalen Grenzverletzungen zum Beispiel kommt und was ist die Konsequenz daraus, wenn das Studium nicht mehr auf die gleiche Art und Weise fortgeführt werden kann. Und das war unser Approach, dass wir dieses Thema überhaupt auch erstmal sichtbar machen. Genau, und um sichtbar machen, darum geht es eigentlich mit dem Thema in allererster Linie, darüber zu sprechen, Sichtbarkeit zu schaffen. Und ich habe hier gerade schon einmal einen kleinen Blick in den Chat und würde direkt schon mal, weil es gerade sehr gut passt, schon mal eine kleine Frage einstreuen, weil es geht jetzt im nächsten Schritt auch genau darum, was können wir denn im Jetzt, im Tales of Today, was können wir denn im Jetzt tun, um die Situation zu verbessern, um vielleicht auch Digitalisierung, digitale Tools zu nutzen, im besten Sinne unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden zu unterstützen. Und hier ist eine Frage, und vielleicht kann die einer von euch direkt kurz beantworten. Was wären die niedrigschwelligsten Kontaktmöglichkeiten für Studierende? Telefon, Mail, anonyme Kontaktmöglichkeiten etc. Aus eurer Erfahrung. Genau, da kann ich direkt anschließen, weil also wir haben einen Verbundpartner im Projekt Enhance, das ist die Universitätsmedizin Leipzig. Psychologinnen, die im Rahmen von dem Enhance-Projekt Online-Angebote etabliert haben und an Hochschulen in Sachsen, leider bisher nur in Sachsen, etabliert haben, genau, die eben genauso niedrigschwelliges Angebot liefern. Also die Studierenden können sich quasi auf einer Website registrieren und dann können sie auswählen, ob sie per Video, Chat oder Mail eine Beratung, eine Erstberatung bei Psychologinnen in Anspruch nehmen wollen. Und dann wird direkt so mehr ein Zeitfenster genannt. Die meisten schon wirklich unmittelbar in der Woche oder in der darauffolgenden Woche. Und das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, wirklich niedrigschwellig schon mal in so einen Erstkontakt zu kommen, auch mit Psychologinnen. Zum Teil findet da auch eine Weitervermittlung statt. Also natürlich wird erstmal geklärt, okay, um welches Thema geht es. Genau, und die haben da sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Also die sind seit einem Jahr, werden die angeboten. Und das ist wirklich eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, um wirklich mit einem Problem auch direkt an ExpertInnen zu treten. Super, vielen Dank. Ja, und ich würde direkt mal an dich weitergeben, Andi. Du bist ja hier mit der Lehrendenperspektive heute und würde es mich noch mal interessieren, du hast ja schon einiges an Erfahrung gesammelt, weil du als Lehrender auch total die Motivation hattest, deinen Studierenden davon zu erzählen. Du hast deine Antrittsvorlesung als Professor damals dem Thema Mental Health gewidmet. Fand ich auch richtig cool, als ich das gesehen habe. Was kannst du vielleicht Lehrenden da draußen mitgeben? Wie bist du vorgegangen? Vielleicht magst du auch noch mal was zu deiner Geschichte einfach teilen. Ja, kann ich gerne machen. Das Interessante ist ja, dass eigentlich dieses ganze Thema Mental Health komplett von meinem Forschungsschwerpunkt weg ist. Also ich bin in der Didaktik der Informatik, also wirklich im Rahmen der Schulbildung Lernstudierende auszubilden. Und das Thema Mental Health ist für uns ganz anders relevant, weil das Thema Sichtbarkeit, was du vorhin angesprochen hast, das betrifft Mental Health auf zwei verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel auf der einen Seite, ja, erstmal realisieren, es gibt diese Erkrankungen. Auf der anderen Seite aber auch realisieren, dass diese Erkrankungen, oder es müssen auch nicht immer Erkrankungen sein, es können auch Episoden sein, gar nicht sichtbar sind. Also Genau. Wir haben zum Beispiel im Studium sind sehr belastende Phasen oft einfach Teil. Also ich habe damals zum Beispiel an der Uni Passau studiert, ich habe Informatik, Wirtschaft, Sport studiert und ich habe mir dann mal irgendwann den Fuß gebrochen, was natürlich für das Sportstudium so gar nicht gut war. So, auch hier mal so in die Frage, hat sich hier schon mal wer einen Knochen gebrochen oder so?
Eine einzige Person hat sich schon mal den Knochen gebrochen. Drei. Zwei Personen. Drei Personen. Vier. Okay, okay. Das zum Beispiel, das stellt auch eine Belastung dar. Dann gibt es aber auch Belastungen, die man eben nicht sieht. Meine damalige Freundin, die hatte immer wieder unter Migräneanfällen zu leiden. Und auch hier gibt es Leute, die unter Migräne schon mal gelitten haben. Kennt man. Ja, ja, ja. Und sowas, das ist natürlich was, das sieht man nicht. Das glaubt einem dann vielleicht irgendwo anders gar nicht so. Okay, hat diese Person jetzt wirklich Migräne und so? Und dann eine spannende Frage ist natürlich, okay, hatte hier schon mal jemand depressive Episoden? Und da wird man dann, also immer wenn man diese Frage stellt, wird man erst mit ganz großen Augen angeschaut. So, hat er das gerade in einem öffentlichen Raum gefragt, ob ich eine depressive Episode hatte? Und genau das meine ich mit Sichtbarkeit. Es ist, wir müssen hier auf der einen Seite natürlich stärken, okay, es gibt dieses Thema und wir können darüber auch offen sprechen. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, den wir anstoßen müssen. Also gerade aus Lehrendenperspektive, dass wir sagen, es ist okay, über nicht sichtbare Beeinträchtigungen zu sprechen. Weil, wenn ich mir meinen Fuß breche und ich dann mit meinen Krücken reinlaufe, das hat jeder meiner Sportdozierenden gesehen, dass ich jetzt nicht beim Fußballspielen mitmachen kann. Wenn ich aber reingehe und sage, ich kann diese Hausarbeit nicht schreiben, ich kann die Klausur nicht mitschreiben, weil ich gerade eine depressive Episode habe, dann ist das natürlich schwierig. Und ich denke, dass wir das auf einer ganz anderen Ebene normalisieren müssen, dass man offen darüber spricht, und zwar von Anfang an. Also da, meiner Meinung nach, sollten wir damit nicht erst im Studium anfangen, sondern das gehört mit in die Schulbildung rein, eine solche Normalisierung. Aber wenn wir jetzt über konkrete universitäre Lehre sprechen, dann gehört das von Anfang an offen kommuniziert. Wir können mit euch gemeinsam, mit euch als Studierenden, können wir gemeinsam an solchen Themen arbeiten. Und das ist dann auch in Ordnung. Mhm. Was wir dann Lehrenden, wenn die eben mit solchen Fragen dann auch zu uns kommen, ja, ein Student hat mir jetzt gesagt, okay, da ist gerade eine depressive Episode oder es ist irgendwas anderes, es kann ja auch was Spontanes sein, Todesfall in der Familie, wie auch immer, ist zu mir gekommen, darf ich das prüfungsrechtlich überhaupt, dass ich dann eine Verlängerung genehmige und so weiter und so fort. Und hier ist es so, dass uns eigentlich das Prüfungsrecht in den allermeisten Fällen wesentlich mehr Freiräume lässt, als die meisten glauben. Und hier gerade in der Hochschuldidaktik dafür zu sensibilisieren, was wir als Lehrende überhaupt für Möglichkeiten haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da mit einsteigen können. Wie machst du das ganz konkret in deiner Lehre? Also wie bindest du das Thema direkt ein? Oder wenn es aufkommt, ist eine Anfrage von einem Studierenden mit einem Bedarf so? Oder machst du das generell zum Thema einmal in deinen Veranstaltungen? Meistens spreche ich das zumindest mal in den Einführungsvorlesungen an. Ich bin dann jemand, der das in jedem Seminar wieder mit hausieren geht, aber zumindest spreche ich das dann eben an, dass die Studierenden bei solchen Problemen wirklich offen kommunizieren können. Und ich sag mal, das ist natürlich auch vom Altersunterschied her im Moment einfach noch relativ gut, weil man so vom Altersunterschied her noch relativ nahbar ist. Aber das sollte natürlich nicht das Einzige sein, warum man nahbar ist als Lehrender. Mhm. Und deswegen, wir haben an der Goethe-Universität verschiedene Angebote. Auch hier ist es natürlich so, dass es dann entsprechend die Webseiten gibt, wo man dann erstmal diese Überwindung haben muss, sich durch diese Bürokratie, an welche der fünf verschiedenen Stellen wende ich mich jetzt, da irgendwie durchkämpfen muss. Und deswegen, was gut funktionieren kann, sind Hochschulinitiativen. Wir haben mal so einen Pilot gestartet mit dieser Blue Science Initiative. Mhm. Hochschulinitiativen, wo man nicht hingeht, wenn es mir schlecht geht, sondern einfach, wenn ich mich für dieses Thema interessiere, wenn ich mich für das Thema mentale Gesundheit, Wellbeing interessiere, dass ich dann auch im ersten Semester, wenn ich überhaupt nicht betroffen bin, hingehen kann und mich einfach austauschen kann. Ich glaube, diese niedrigschwelligen Angebote, die müssen als Einstieg genutzt werden, dass ich dann zu den institutionalisierten Angeboten komme. Ich glaube, sowas kann mit dazu beitragen. Aber da seid ihr eher die Expertinnen dann. Ja, vielen Dank für den Einblick. Und ich würde einfach mal auch in die Runde fragen, was habt ihr vielleicht noch für Erfahrungen gemacht aus euren ganz unterschiedlichen Perspektiven, die ihr auf das Thema habt? Was können Einzelne, Lehrende haben wir gerade schon gehört, aber was können auch Supportmitarbeitende, was können Hochschulleitungen ganz strukturell tun oder was muss passieren, damit es den Studierenden bald wieder besser geht
und vor allem in einer zunehmend digitalisierten Welt alle die richtigen Kompetenzen haben, auch gesund durchs Studium zu kommen. Wer möchte? Ja, ich kann gerne mal einsteigen, weil gerade diese Angebote und Aktivitäten, die du gerade genannt hast, das sind so tolle Beispiele und einfach total super, den Studierenden da irgendwie ein gutes Gefühl zu geben und in verschiedenen Punkten anzusetzen. Und meiner Meinung nach ist das, was eine Hochschule dann braucht, um diese Aktivitäten und Angebote auch zu bündeln, eine Managementstruktur. Also meiner Meinung nach sollte es an einer Hochschule ein Gesundheitsmanagement geben, das halt genau diese Angebote und Aktivitäten, das eine gut organisierte Webseite, wo man die Angebote auch findet, bündeln kann und diese Dinge auch kommunizieren und anbieten kann. Und auf der anderen Seite zusätzlich zu diesen Maßnahmen, die umgesetzt werden, auch die Strukturen in den Blick zu nehmen, nämlich um diese Punkte auch flächendeckend anzubieten. Wenn ein Lehrender diese tolle Überzeugung hat und irgendwie mit dabei ist, ist es total super, aber das auch an die breite Masse zu bringen und in die gesamte Hochschule reinzutragen, ist natürlich super wichtig. Und solche Strukturen von studentischem Gesundheitsmanagement oder auch betrieblichen Gesundheitsmanagement und studentischem Gesundheitsmanagement zusammen wird schon sehr viel und sehr positiv umgesetzt. Und da sehen wir halt auch einfach eine ganz, ganz tolle Entwicklung bei den Hochschulen, die sich immer mehr mit der Gesundheit auch auf struktureller Ebene beschäftigen. Wie ist es denn zum Beispiel, sich zu fragen, woher die Herausforderungen denn eigentlich kommen? Ich erinnere mich auch noch an meine Studienzeit im Bachelor, wo innerhalb von 3 Wochen dann die 6 herausfordernden Prüfungen umgesetzt werden sollen. Und wie begegnet man denn dann auch Studierenden, Lea sagt es gerade, die Mehrfachbelastungen haben, die vielleicht eine Pflegeverantwortung zu Hause haben oder die arbeiten gehen neben dem Studium und da nicht aus der Regelstudienzeit zu fallen. Da braucht man einfach Strategien, um sich genau auf solche Studierenden einzustellen. Genau, und ich sagte es gerade schon, es gibt schon so viele sehr positive Beispiele und Hochschulen, die sich auf den Weg machen und studentisches Gesundheitsmanagement implementieren. Und wer da mal schauen möchte, was für Hochschulen das sind oder vielleicht seine eigene auch wiederfindet, kann gerne mal auf unserer Webseite schauen. Vom Kompetenzzentrum Gesundheitsfördernde Hochschulen haben wir eine Landkarte, wo sich Hochschulen eintragen können, die sich bereits auf den Weg machen. Und da sieht man schon über 60 Hochschulen, die mit dem studentischen Gesundheitsmanagement auf dem Weg sind. Und das ist meiner Meinung nach eine total tolle Entwicklung, auch um diese verschiedenen Themengebiete zu bündeln und zusammenzuführen. Ja, vielen Dank. Und es ist schön zu hören, dass es an den deutschen Hochschulen mit dem Thema vorangeht. Trotzdem, und das haben wir auch in der Einleitung schon gehört, Lynn hat es nämlich gesagt, es ist gerade im internationalen Kontext, Deutschland trotzdem noch nicht wahnsinnig weit ist. Und wenn man ins Ausland guckt, das ist völlig normal, sicherlich aber auch dadurch, dass Hochschulen im Ausland anders finanziert sind und so weiter, dass dort das Wohlfühlen der Menschen einen ganz anderen Stellenwert hat und völlig normal ist. Also da haben Hochschulen ganz eigene Strategien, die sich nur mit Wellbeing ihrer Mitarbeitenden und Studierenden auseinandersetzen, während wir hier in Deutschland gerade noch an dem Punkt sind, dass wir überhaupt erstmal uns darüber freuen, dass einige Hochschulen mal ein studentisches Gesundheitsmanagement haben. Also das muss man eben auch noch mal in Kontrast stellen im weltweiten Vergleich. Und ich glaube, da können wir auch nicht nur von den einzelnen Vorreiterhochschulen in Deutschland lernen, sondern auch vom Ausland. Und das ist auch eins der Ziele in den nächsten Monaten, auch da nochmal die Fühler auszustrecken. Ich sehe es ja auch gerade im Chat, haben schon einige von Ihnen nochmal tolle Beispiele auch aus dem Ausland gebracht, was dort schon umgesetzt wird, völlig normal ist, wo wir hier noch sagen, so wow, das ist möglich. Und es ist einfach oft auch der deutsche Leistungsgedanke, der uns irgendwie auch treibt, zu sagen, so, ich muss performen, ich darf ja eigentlich nicht zeigen, dass ich auch Unsicherheiten habe oder dass es mir mal nicht gut geht. Das wäre vielleicht auch wünschenswert, da das ein bisschen aufzuweichen vielleicht. Ich würde das Wort noch einmal in die Runde geben. Möchte noch jemand? Ja, Lea? Ja. Ich würde vielleicht einmal noch anschließen mit etwas, was ich selber gute Erfahrungen mitgemacht habe, aber auch vielleicht als kleinen Appell an Leute, die in der Lehre tätig sind, also täglich mit Studierenden zu tun haben. Und klar, es gibt Prüfungsordnungen, es gibt Modulordnungen, aber es gibt immer so einen kleinen Wiggle Room, den man ausnutzen kann. Und das kann zum Beispiel sein, indem man
Studienleistungen etwas flexibler gestaltet. Also wenn man die Kapazitäten hat, mit den Studierenden in den Prozess zu gehen und zu fragen, ich stelle mal 2 Studienleistungen zur Auswahl, ihr könnt beide machen oder wir einigen uns zumindest demokratisch auf eine. Und was ich damit so ein bisschen exemplarisch darstellen will, es läuft ganz viel auf einer Kommunikationsebene. Es läuft ganz viel auf einer bedürfnisorientierten Kommunikationsebene und auf einem Austausch und dem offenen Nachfragen und dem offenen Sein gegenüber von studentischen Antworten. Und das ist, glaube ich, so der Moment, wo man da merkt, okay, wir sind alle so ein bisschen kleine Zahnräder in einem großen Ganzen, aber trotzdem können wir was tun. Und ich glaube, das macht so viel aus, Studierenden offen entgegenzukommen und zu fragen, was braucht ihr gerade und wie kann ich helfen dabei? Und die Antwort ist auch manchmal, ich kann gar nicht so viel helfen, aber einfach die offene Frage macht schon so viel aus. Und dann kann man zusammen mal ein bisschen mutig nachdenken, wo man denn hin möchte. Und ich glaube, da einfach ja, wertschätzend, offen und bedürfnisorientiert zu kommunizieren mit Studierenden, macht ganz viel aus. Ja, also ich würde mich da total anschließen. Ich glaube, was total wichtig ist, ist auch dieses Statusübergreifende und zu verstehen, wir sind alle Menschen, die an Hochschulen irgendwie miteinander agieren. Und genau, wir sind flexibel und wir können schauen, was ist der Bedarf. Vor allem, ich meine, die Digitalität bietet da einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, das Hochschulforum Digitalisierung bietet da einfach schon so ein Best-Practice-Beispiel, wie auch statusübergreifender so ein Hub eigentlich möglich ist. Und da verschiedene Perspektiven darauf entwickelt werden können, was wird eigentlich gebraucht. Weil das bedeutet, also ich habe ja schon gesagt, das ist das eine kann eine Gefahr für manche sein, der digitale Raum. Und für andere ist es aber die totale Möglichkeit, Flexibilität in den eigenen Studienverlauf zu bringen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir da so eine Offenheit auch haben, zu schauen, okay, unsere Bedürfnisse sind unterschiedlich und vielleicht können wir die aber auch zusammenbringen. Genau, und ich würde da auch gleich anschließen, um das Ganze nicht nur zu einer Yes-And-Veranstaltung zu machen, auch natürlich die andere Perspektive aus Lehrenden-Sicht, haben wir natürlich gleichzeitig auch die Verantwortung, dass wir bestimmte Kompetenzen sicherstellen, dass die am Ende des Studiums vorhanden sind. Und wir haben natürlich genauso immer bei solchen Fällen dann die Diskussion über alternative Prüfungsformen. Und ob man jetzt wirklich zum Beispiel, wir haben immer mal wieder ADHS-Fälle zum Beispiel, wo es dann heißt, naja, eine 4-Stunden-Klausur ist vielleicht nicht die geeignete Form, hier irgendwelche mathematischen Kompetenzen oder so damit abzuprüfen, weil darum geht es nicht. In anderen Fällen aber ist es zum Beispiel so, wenn es dann heißt, naja, Sie sind in Ihrem Lehramtsstudium und müssen eine Präsentation vor, also müssen einen Unterrichtsversuch halten im Seminar und dann heißt es aber, okay, ich leide unter einer psychischen Beeinträchtigung und kann deswegen nicht vor Menschen sprechen. Und das ist dann natürlich, hier muss man dann ganz genau abwägen. Auf der einen Seite, ja, wir wollen entgegenkommen, auf der anderen Seite sind aber genau das natürlich auch die Kernkompetenzen, die wir in bestimmten Studiengängen zu vermitteln haben und wo wir als Lehrende dann auch sicherstellen müssen, dass zum Ende des Studiums diese Personen dann zum Beispiel in die Schulen gehen können und vor einer Klasse stehen können. Also hier sind wir natürlich in so ein bisschen im Zwiespalt natürlich, wo man dann die Lehrenden auch nicht nur als Serviceleistende begreifen darf, sondern auch diese Rolle verstehen muss, die wir zu erfüllen haben, dass wir eben diesen Kompetenzerwerb sicherstellen. Also das einfach nur noch als ja, zusätzlichen Punkt, den man bedenken muss. Ja, das ist tatsächlich ein ja, nicht ganz schnell lösbares Dilemma, wovor wahrscheinlich auch die Hochschulleitungen stehen, Lehrende, wo ist da die goldene Mitte sozusagen. Und das wird auch sicherlich eine der Herausforderungen der Zukunft bleiben. Und ja, die Zeit rast und wir sind tatsächlich schon an dem Punkt, Mindscapes of Tomorrow. Ihr seht es hier auf der Folie. Wir haben einmal Midjourney befragt, was sich die KI so unter Wellbeing in der Zukunft im digitalen Zeitalter vorstellt. Wie sieht denn die Hochschule der Zukunft im idealen Wellbeing-Zustand aus, wenn es uns gut geht, besser geht? Und genau, da könnt ihr einmal schauen, was ihr seht. Und wir sehen vor allem viele Menschen zusammen im Raum und sicherlich trotzdem digital vernetzt. Und ja, ich würde jetzt gerne, bevor wir hier auch noch in die Kommentare reinschauen aus der Online-Community,
würde ich euch noch einmal bitten, wie ihr euch die Wellbeing-Universität der Hochschule im digitalen Zeitalter vorstellt. Quasi, was sind eure Mindscapes of Tomorrow? Wer möchte zuerst? Starte ich mal. Also ich würde mir wünschen, klar, also Sichtbarkeit, viel heute schon sehr oft der Begriff. Das ist natürlich total wichtig, also wirklich eine Enttabuisierung vom Mental Health und also eine offene Gesprächskultur einfach zu dem Thema zu etablieren. Genau, dass alle irgendwie auch Bescheid wissen, die an der Hochschule arbeiten, die an der Hochschule studieren. Okay, was gibt es für Beratungs- und Unterstützungsangebote, wo auch Lehrende selber als MultiplikatorInnen dienen und genau wissen, okay, wenn ich irgendwie merke, eine studierende Person geht es vielleicht nicht so gut, dann kann ich auch vermitteln. Und dann wünsche ich mir aber auch vielleicht, also im Hinblick auch auf Digitalisierung und Digitalität, einen kreativen Umgang auch, wie man vielleicht auch Mental Health Angebote gestaltet und da auch Studierende mit einbezieht. Und da vielleicht irgendwie auch an die digitalen Lebenswelten oder an Medienpraktiken der Studierenden irgendwie auch andockt. Also ich habe es, glaube ich, mal gesehen im Campus, ich habe jetzt leider die Stadt vergessen, in den USA, die haben das über Serious Games gemacht, also wirklich die Gaming-Kultur auch genutzt, um über Serious Games irgendwie auch so Beratungsangebote zu ermöglichen. Und das fand ich zum Beispiel auch total smart. Also wirklich an den digitalen Lebenswelten der Studierenden anzudocken und da was zu gestalten. Vielen Dank, Tanja. Paula. Ja, mein Mindscape wäre, dass wir sowohl analoge, digitale als auch hybride Räume gemeinsam als Safe Spaces gestalten, dass sich dort alle wohlfühlen, dass dort alle Respekt erfahren, damit digitale Teilhabe und ein reibungsloses, vielleicht zu optimistisch, aber ein möglichst faires Studium auch möglich ist, dass wir das gemeinsam gestalten und auch so verstehen und da eben auch die Verantwortlichkeiten füreinander übernehmen. Okay, ich gebe auch nochmal hier ein bisschen die Perspektive der Mitarbeitenden mit und für mich ist eine Normalisierung sehr wichtig. Eine Normalisierung bringt aber auch ganz klare Regelungen mit sich und ja, natürlich, jedes Mental Health Thema ist eine individuelle, also ist sehr individuell und muss von Fall zu Fall bewertet werden, aber es hilft Mitarbeitenden von allen Statusgruppen, wenn wir klare Regelungen haben. Wenn wir zum Beispiel wissen, wie gehen wir damit um, wenn sich jemand mit einem Todesfall in der Familie meldet, wenn sich jemand mit einer depressiven Episode meldet, wenn jemand diese, jene psychische Beeinträchtigung hat. Wie gehen wir damit um? Und wenn wir dann klare Leitlinien haben, die auch von der Hochschulleitung kommen, dann hilft uns das ganz, ganz stark, gerade wenn man nicht so stark im Thema drin ist, dass wir das normalisieren können und sagen können, okay, wir haben diese Prävalenz. Das hast du ja vorhin wunderbar vorgestellt, wie hoch diese Prävalenz eigentlich ist. Und es ist mittlerweile normal, dass diese Probleme im ganz normalen Studium, im Hochschulkontext, sowohl auf Studierenden- als auch auf Mitarbeitendenebene auftreten. Und wenn wir es schaffen, das so zu normalisieren, dass wir einen Status haben, wo wir genau wissen, was wir zu tun haben, wenn eine Studierende zu uns kommt und das und dieses und jenes Problem berichtet, wenn ProfessorInnen mal ausfallen, wenn in der Verwaltung Personen ausfallen aus bestimmten Gründen, wenn wir genau wissen, wie wir damit umzugehen haben und wie wir diese Personen unterstützen können, dann glaube ich, können wir so eine Normalisierung auch so schaffen, wie wir es ja mit körperlichen Erkrankungen auch geschafft haben. Das haben wir ja auch irgendwie hingebracht. Und deswegen wäre das mein Wunsch, dass man eben hier im Rahmen der Normalisierung Regeln festlegt, so und so und so funktioniert das, damit man eben nicht mehr von Einzelfall zu Einzelfall springen muss. Genau. Weg aus der Einzelfalllogik, ja. Genau. Anna. Ja, und da kann ich mich auch nur anschließen, dann auch noch zu sagen, da hochschulübergreifend auch zu denken und
Ja, um meinen Wunsch anzuschließen, dass mehr Hochschulen und Hochschulleitungen sich zu dem Thema Gesundheit, Wellbeing als Querschnittsthema für die Hochschule, genau wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, committen und daran weiterarbeiten. Und auch noch, dass wir genau das beibehalten, was wir hier gerade tun, nämlich sich zu dem Thema auszutauschen. Es sind zwar super viele unterschiedliche Hochschulen in Deutschland vertreten, aber dennoch sollte keiner als Einzelkämpfer irgendwie dastehen für die Gesundheit, sondern dass wir da weitermachen, uns austauschen und gemeinsam an dem großen Thema arbeiten. Vielen Dank. Ich glaube, Lea, du bist die Letzte in der Runde, richtig? Ja, ich glaube, mein Mindscape of Tomorrow für Hochschulen ist, dass Hochschulen ein Ort sind für Studium, für Arbeit, für Leben, für Austausch und für Wohlbefinden. So. Und dass das auch zentrales Thema ist. Und wenn ich so ein bisschen werteorientiert denke, dann wäre das, dass es auf einer persönlichen, auf einer menschlichen Ebene funktioniert. Dann wäre das, dass es vor allem mit flacheren Hierarchien auch funktioniert. Und, das haben wir gerade schon gehört, dann wäre das, dass es auch mit mehr Destigmatisierung einhergeht. Und dann habe ich so ein bisschen weitergedacht und dachte, wenn ich mir wirklich was wünschen würde, so, dann wäre das, dass wir einfach zusammen über Ängste, über Sorgen und über Probleme reden können. Weil ich glaube, dass wir dann so eine Wirkungsmacht von so einer relativ einfachen Idee relativ gut zusammen entwickeln können. Nämlich gemeinsam über Ängste und Sorgen reden, aber auch gemeinsam über Lösungen nachdenken. Wie wir eine Atmosphäre an Hochschulen kreieren können, die es erlaubt, dass wir uns auf menschlicher Ebene begegnen und zusammen halt uns gegenseitig auch stärken und darüber uns unterhalten. Absolut. Ja, vielen Dank euch auch nochmal für eure Perspektiven zu dem Thema. Ich würde jetzt gern noch einmal den Blick in den virtuellen Raum werfen und ich bin hier nebenbei schon kaum hinterhergekommen, diese wahnsinnigen Texte zu lesen. Super, wie toll ihr euch hier im Chat eingebracht habt mit vielen Ideen auch nochmal Good Practice. Also wer gerade online noch ist, kann versuchen, das mal nebenbei noch gerade alles zu lesen. Also vielen Dank hier vor allem auch, ich sehe zum Beispiel Martina Mörth, die auch von ihrer Hochschule nochmal einige Beispiele auch gebracht hat, auch nochmal einen Link gepostet hat, dass da eine Online-Inforeihe auch gerade umgesetzt wird. Sie verweist auch gerade nochmal darauf, ein hilfreicher Ansatz kommt aus der Sozialpsychologie. Dort wird schon lange erforscht, wie das Gefühl der sozialen Eingebundenheit in Gruppen über die soziale Unterstützung durch andere zu besserem Wohlbefinden und Gesundheit führt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir über digitale Lehre sprechen, wird es, und da werden mir jetzt hier die Didaktikerinnen auf der Bühne bestimmt zustimmen, wird es vor allem wichtig sein, auch mitzudenken, dass wir immer wieder Räume bieten in der Lehre, wo die Menschen, die da am Bildschirm sitzen, sich austauschen können. Das fängt schon an mit einem sozialen Check-in, dass man sich die eine Minute Zeit am Anfang nimmt, um mal zu fragen, wie geht es euch eigentlich, wie kommt ihr hier an? Das kann man manchmal auch im Stimmungsbarometer machen. Wenn man mehr Zeit hat, kann man tatsächlich auch Leute antworten lassen oder in Kleingruppen schicken. Studierende dabei zu unterstützen, sich in Studierendengruppen zusammenzufinden, auch in der Realität, also wenn das jetzt wirklich eine digitale Veranstaltung ist, darauf zu achten und die Studierenden zu motivieren, sich auch in der Präsenz zum Lernen zusammenzusetzen und zu treffen, dass die ganze Menschlichkeit irgendwie nicht verloren geht. Und auf der anderen Seite können wir auch schauen, wie können wir digitale Medien nutzen für unser Wohlbefinden. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, also mir verschafft schon allein ChatGPT total viel Wohlbefinden des Öfteren die Woche, weil es mir einfach so viel Arbeit abnimmt. Ja, oder Apps, die ich nutze. Wir haben jetzt sehr viel auch darüber gesprochen, was der digitale Raum auch alles nicht kann fürs Wohlbefinden, aber er kann auch ganz viel, denn er vernetzt uns. Also wir alle haben, oder die meisten von uns haben wahrscheinlich ein WhatsApp auf dem Telefon. Was macht das? Ja, es verbindet uns. Also es schafft einen ganz schnellen Kontakt zu jemandem aufzubauen, mal nachzufragen, was zu erfragen. Das wäre vor Jahren ja noch gar nicht denkbar gewesen, dass wir so schnell mit Menschen in Kontakt kommen können. Und auch der Vorteil, dass wir eben schnell auch Gleichgesinnte finden können. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, finde ich natürlich über Social Media alleine auch vielleicht Gleichgesinnte, mit denen ich mich verbinden kann, eine Studierendeninitiative, wenn es sie gibt, oder auch ein Angebot an der Hochschule. Also auch da ist Digitalisierung ja total hilfreich und soll von den Hochschulen auch zukünftig genutzt werden, vor allem zu informieren, Leute zusammenzubringen,
zusammenzubringen und dass am Ende das Zusammensein hier zum Beispiel auf der Bühne auch zusammen natürlich auch total wertvoll und wichtig ist, es steht außer Frage. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen, dass wir das Ganze gut blenden müssen, im Sinne einer Blended University, alles gut zu mischen. Also unser soziales Leben hier in Präsenz zusammen, in Kontakt, in Berührung zu kommen, aber eben auch die digitale Welt zu nutzen zu unserem Besseren, zu unserem Wohlbefinden. Genau, ich schaue noch einmal kurz, ob hier noch offene Fragen waren. Wir haben noch 5 Minuten und hier waren definitiv Fragen. Ich muss nur scrollen. Genau. Also hier im Chat sind auch noch mal einige gute Beispiele, zum Beispiel hier aus Luzern, Schweiz, gibt es eine kostenlose Beratung an der Pädagogischen Hochschule, wo man anonym und kostenfrei schnelle Beratung bekommt. Oder ich habe ja auch gerade was über Australien noch gelesen. Genau, ich habe gute Erfahrungen in Australien machen können, Stichwort mentale Hygiene, Psychological Counseling, Achtsamkeitsmeditation, Angebote während der Mittagspause, hat alles wunderbar funktioniert. Und hier ist noch eine Frage. Mich würde interessieren, Anna fragt, mich würde interessieren, inwieweit man als Hochschulangehöriger eine Unterscheidung treffen kann zwischen Mental Health-Thematiken, die Studierende erstmal in Eigeninitiative angehen können, zum Beispiel durch Austausch, Workshops und solchen, bei denen sofort professionelle Hilfe notwendig ist. Gibt es hierfür Leitfäden, um möglichst nichts zu übersehen? Beispielsweise, wenn man eine Anfrage bekommt, ob ein Prüfungszeitraum verlängert werden kann. Also so eine ganz konkrete Frage, die wahrscheinlich viele Lehrende da draußen auch kennen und die wir auch gerade schon besprochen haben. Was macht man in solchen Fällen? Gibt es Leitfäden irgendwo? Wer von euch kann da vielleicht schon Hinweise geben, hier die Frage beantworten. Also ich kann nur sagen, dass das ja genau das ist, was ich vorhin meinte, dass es diese Leitfäden eben geben sollte, dass man eben nicht mehr von Einzelfall zu Einzelfall springt, sondern bestimmte Handlungsleitfäden hat, an die man sich natürlich, wo man auch einen bestimmten Spielraum haben kann, aber genau sowas würde natürlich helfen. Also da danke für den Kommentar. Und ich glaube, man muss natürlich auch berücksichtigen, dass wir an der Hochschule keinen Erziehungsauftrag mehr haben. Das heißt, das sehe ich in der Schulbildung wesentlich mehr. Also man braucht auf jeden Fall, und da spreche ich jetzt tatsächlich aus meiner Fachbrille, man braucht auf jeden Fall im Rahmen vom Lehramtsstudium bestimmte Module, die einen dafür sensibilisieren, wie erkenne ich psychische Beeinträchtigungen, wie erkenne ich psychische Erkrankungen und vor allem, was tue ich dann? Mhm. Weil da hängt man als, ich bin selber noch Lehrer an der Schule in Teilzeit und da hängt man natürlich, was mache ich dann? Darf ich das Kind überhaupt darauf ansprechen, wenn mir was anfällt? Wenn mir was auffällt, spreche ich zuerst mit den Eltern, spreche ich zuerst mit dem Direktor oder der Direktorin? Ich weiß es nicht. Und genau sowas bräuchte man natürlich in Schulen noch viel mehr. Gerade an der Hochschule ist das natürlich eher schwierig, weil, gut, ich sitze hier in einer Vorlesung mit 600 Studierenden, im Lehramt Informatik jetzt nicht, aber in anderen Vorlesungen sitzt man dann mit 600 Studierenden vor sich und da kann man nicht mehr auf so stark den Einzelnen achten. Und deswegen, generelle Leitfäden funktionieren auf jeden Fall sehr gut, denke ich, wenn man die hat, dass man weiß, okay, so und so und so gehe ich mit dieser Situation um. Aber die Lehrenden in die Verantwortung zu nehmen, die also quasi von sich aus die Studierenden auf bestimmte Dinge anzusprechen, das würde ich tatsächlich nicht unterstreichen. Genau. Ja, ist eigentlich nochmal auch ein ganz schönes Schlusswort, das Thema, ja, was mache ich denn dann konkret? Ja, und was gibt es denn da Leitfäden? Und wir haben es gerade gesehen, ich habe die Frage gerade in die Runde gestellt und hier stehen total viele ExpertInnen zu dem Thema und keiner hatte direkt was parat. Und das ist jetzt eben auch in Zukunft eine der Aufgaben, die ja, wir uns als Hochschulforum Digitalisierung da auch angenommen haben mit dem Think Tank Wellbeing und Mental Health im digitalen Zeitalter.
Zeitalter an Hochschulen. Das heißt unter anderem auch mit euch zusammen und noch vor allem mit den Studierenden und noch viel mehr wollen wir in Zukunft daran arbeiten, genau solche sehr praktischen Leitfäden, auch Handlungsempfehlungen auszusprechen, vielleicht auch konkret Tools vorzustellen, die ich nutzen kann und Orientierungen zu geben. Und zwar nicht nur für Lehrende, weil du hast ganz recht, also es kann jetzt nicht die Aufgabe irgendwie der Lehrenden sein, am Ende das Schiff zu schaukeln, sondern es ist vor allem auch in der langen Sicht Aufgabe der Hochschulen, hier Strukturen zu schaffen, die genau das vielleicht auch auffängt, Lehrende auch mit dem Thema entlastet, weil aktuell ist es oft noch so, dass es eben bei den Lehrenden landet und die irgendwie ja deal with it. So. Genau, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Kommen, dass ihr euch auf die Reise nach Berlin gemacht habt. Ich freue mich aber auch im Namen des Hochschulforums Digitalisierung auf die weitere Zusammenarbeit mit euch und ja, wir dürfen uns alle freuen auf die nächsten Monate, wo wir hoffentlich auch viel einfach informieren können, Infomaterialien zur Verfügung stellen können und vor allem auch mit Ihnen und euch im Diskurs auch weiter an diesen Themen arbeiten können. Und da auch nochmal der Aufruf an Sie alle, die jetzt hier zuhören, uns anzusprechen, mich anzusprechen. Sie finden mich einfach googeln, die Namen googeln, ja. Und vielleicht bei LinkedIn anschreiben, eine E-Mail schreiben, wenn immer ihr gute Ideen habt, Gedanken dazu, Good Practice an euren Hochschulen oder euch einfach einbringen wollt und mit diesem Thema auch sichtbar werden wollt. Wir freuen uns, wenn ihr auch als Community mitgestaltet mit uns gemeinsam. Genau, ja. Vielen Dank an euch. Danke dir, Tina. Dankeschön. Danke dem Publikum. Danke.